Guten Morgen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder und Freunde der Südosteuropa-Gesellschaft. Ich begrüße Sie sehr herzlich heute früh in München und online zu unserer Jahreshauptversammlung. Besonders begrüßen möchte ich Herrn Michael Reifenstuhl, Beauftragter für Südosteuropa, die Türkei, OSZE und Europarat im Auswärtigen Amt. Michael, schön, dass du da bist in deiner bayerischen Heimat. Wir haben es extra für dich nach München gelegt. Nein, das können wir behaupten, um uns einzuschleimen bei dir. Auch herzlich begrüßen wollen wir natürlich vor allem die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger, Herrn Dirk Auer, den Empfänger unseres Journalistenpreises, sowie unsere beiden Dissertationspreisträgerinnen Johanna Kovanec und Charambolos Karpurtsis. Eigentlich sollte es kein Problem sein. Man sagt doch Babis, glaube ich. Also von daher. Ganz herzlich begrüße ich auch unseren Ehrenpräsidenten Dr. Gernot Erler, unser Ehrenmitglied Herrn Dr. Hans-Joachim Schniewind sowie Frau Dr. Exner und Frau Dr. Denk, die online zugeschaltet sind. Zudem möchte ich die weiteren Sprecherinnen und Sprecher unserer heutigen Podiumsdiskussion zum Thema Türkei sehr herzlich begrüßen. Dr. Hürzan Asle Aksoy, die Leiterin des Zentrums für angewandte Türkei-Studien bei der SWP in Berlin. Professor Dr. Kerem Öktem, Professor für internationale Beziehungen in Venedig. Sowie unsere Moderatorin natürlich, Frau Schlötzer, Christiane Schlötzer, die viele Jahre lang Türkei-Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung und den Tagesanzeiger in Zürich war. Natürlich begrüße ich sehr herzlich auch alle Mitglieder und die Gäste unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung. Ja, Sie haben schon gehört, wir haben diesmal ein bisschen Musik dabei, damit die Pausen zwischen den Reden nicht so langweilig sind wie manche Begrüßungsreden. Wir bedanken uns ganz herzlich für die tolle Musik von Barza Dilo, Musik aus Südosteuropa. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Ja, so viel der Vorrede und die Bühne ist bereitet für dich, Michael. Schön, dass du da bist. Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Manuel, liebe Mitglieder, Präsidiumsmitglieder, Mitglieder und Freunde der Südosteuropa-Gesellschaft. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich hier, wie du schon gesagt hast, in meine bayerische Heimat kommen konnte. Das Einzige, womit ich nicht ganz zufrieden bin, du hast ja gesagt, gestern beim Joggen war wunderbares Wetter. Also da ist noch Verbesserungsmöglichkeiten sind noch da. Wir arbeiten ja wir haben mal in den Annalen nachgeschaut, seit 1952 arbeiten wir mit der Südosteuropa-Gesellschaft zusammen. Warum? Ich glaube, das ist ja ein Politikansatz von uns, insbesondere in Deutschland gewesen, dass wir gerade immer eine sehr, sehr enge Vernetzung von Wissenschaft, Zivilgesellschaft haben wollen. Warum? Warum? Weil wir die Expertise brauchen von Ihnen. Sie sind ja letztendlich diejenigen, die viel, viel mehr, wenn ich das mal so sagen darf, Ahnung von der Materie haben. Sie haben eine tiefere, längere Vernetzung in die Region und deshalb sind wir gerade auf Sie, auf Ihre Expertise, auf Ihren Ratschlag angewiesen. Und so arbeiten wir, wie gesagt, seit 7 Jahrzehnten mit Ihnen zusammen und es ist für uns gerade auch jetzt, wo wir wieder, wenn ich das so sagen darf, eine Zeit von großen Herausforderungen haben, seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, von besonderer Bedeutung. Sie alle wissen, das Thema ist bilateral für uns Deutschland essentiell wichtig. Es ist aber insbesondere auch für die Frage der Europäischen Union, wohin wollen wir gehen und wohin wollen wir, und das betrifft natürlich auch Sie letztendlich und die Region, wohin wollen wir denn mit der EU-Erweiterung gehen? Wir diskutieren dann noch zu dem wunderbaren Thema Türkei. Ich war 2 Jahre in Istanbul, insofern war das jetzt mit einer leichten zynischen Note versehen. Aber letztendlich stehen wir ja vor einer Menge an Herausforderungen. Erstens, wie gehen wir nach der Wiederwahl von Präsident Erdogan, ist ein Faktum. Ob wir das gut finden, ob wir das schön finden, ob wir uns etwas anderes gewünscht hätten, spielt letztendlich in der Politik keine Rolle. Wie gehen wir mit der Türkei um? Und Sie wissen vielleicht, dass gerade auch Deutschland sich dafür eingesetzt hat, dass wir einerseits sehr, sehr klar und offen, gerade auch mit Erdogan und der AKP,
sagen, was wir an Entwicklungen in der Türkei schlecht finden und das natürlich insbesondere aber nicht nur die innenpolitische Entwicklung, die Räume für Zivilgesellschaft, Rechtsstaatlichkeit gehen weiterhin zurück. Aber andererseits ist eben die Türkei ein wahnsinnig wichtiger strategischer Partner, was wir jetzt auch gerade im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg sehen können. Ich nenne nur die gesamte Schwarzmeer-Problematik und auch die Getreideproblematik. Dann haben wir den Balkan, den Sie alle, glaube ich, besser kennen als ich. Ich war nur einmal dort vor knapp 30 Jahren in Sarajevo und war, das ist eine persönliche Anmerkung, war zum Teil erschrocken zu sehen, dass sich viel in den 30 Jahren oder viele Sachen in den 30 Jahren auch nicht wirklich geändert haben. Aber mit der Diskussion, wie wir auf den russischen Angriffskrieg auch was EU-Erweiterung angeht, reagieren, also Integration von der Ukraine, dem Trio in die Europäische Union und Aufzeigen eines klaren Weges, hat sich natürlich auch die Frage des Balkans wieder gestellt. Und Sie alle wissen, es wird, wenn ich nur ein Land rausgreife, worüber auch Manuel und ich immer wieder heftig diskutieren, Bosnien, wird es am 12. März einen Vorschlag der Kommission geben, wie mit Bosnien weitergegangen werden soll. Sollen die Beitrittsverhandlungen eröffnet werden oder nicht? Ein Thema, was man sehr, sehr hitzig diskutieren kann, wenn man sich einerseits die Erfolge anschaut, dann andererseits aber auch die Frage stellt, wie können wir zum Beispiel russischen Einfluss auch in Bosnien-Herzegowina zurückdrängen. Ein drittes Wort noch von meiner Seite und dann will ich es auch schon sein lassen. Berlin-Prozess und insbesondere auch haben wir ja einen Sondergesandten der Bundesregierung für den westlichen Balkan, nämlich Manuel Sarrazin, der mit einem unglaublichen Engagement, mit einer Werfe genau diesen Prozess, den wir jetzt seit 10 Jahren haben, gegründet noch von der damaligen Bundeskanzlerin Merkel, vorantreibt. Und auch gerade die Südosteuropa-Gesellschaft ist uns da ein wichtiger Partner. Sie veranstalten das zivilgesellschaftliche Forum seit längerer Zeit und gerade auch dort in diesem Prozess ist uns wichtig, dass wir eben nicht nur von Seiten der Bürokratie, von Seiten der Politik tätig sind, sondern gerade eben auch die Jugend mit dem Jugendwerk, aber gerade auch eben auch die Wissenschaft und die Zivilgesellschaft einbeziehen. Insofern, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ich danke Ihnen allen für Ihr Engagement und wünsche uns eine schöne Präsidiumssitzung. Vielen Dank. Vielen Dank, Michael Reifenstuhl. Ja, du hast es gesagt, die SOG ist nicht die jüngste, 72 Jahre alt, institutionell gefördert durch das Auswärtige Amt in ihrem 72. Jahr, analytisch und wissenschaftlich mit der Region Südosteuropa. Die genaue Zuschneidung sieht man ja dort, es ist von der Slowakei bis nach Zypern, von der Türkei bis nach Slowenien ein Jahr, 2023 gewesen, was ja von hoffnungsvollen, aber auch besorgniserregenden Entwicklungen gekennzeichnet ist. Und diese haben auch unsere Arbeit geprägt. Die Wahlen in der Türkei, hast du erwähnt, waren ein wichtiges Thema. Wir haben mehrere Diskussionsveranstaltungen zum Thema der Türkei, zum Thema der Wahlen in der Türkei veranstaltet, unter anderem auf der Leipziger Buchmesse. Ein Schwerpunktheft der Südosteuropa-Mitteilung haben wir herausgegeben und wir haben auch eine Veranstaltung in Berlin vor den Wahlen gemacht, die so optimistisch war, dass es am Ende natürlich anders gekommen ist. Aber ich glaube auch trotzdem sehr einsichtsreich. Du hast auch Bosnien genannt. Tatsächlich haben wir einen großen Schwerpunkt im letzten Jahr unserer Arbeit für die Westbalkanstaaten mit der großen internationalen Konferenz zur Situation und zum Reformprozess in Bosnien-Herzegowina gemacht, in Zusammenarbeit mit ESPEN und dem Auswärtigen Amt. Genau das war die Idee, wo können deutsche Reformansätze, die deutsche Politik Reformansätze finden oder besser einbringen. Wir haben viele Expertinnen dort gehabt und ich glaube, das war eine sehr gut organisierte Veranstaltung. Auch wenn ich noch nicht mehr sicher bin, ob alle Ergebnisse schon hundertprozentig auf die Straße gebracht worden sind von uns. Wir haben mit Expertinnen aus der Region auch über den Kosovo-Serbien-Dialog gesprochen, über die Proteste in Serbien nach den schrecklichen Gewalttaten. Und wir haben auf einer vielbeachteten Podiumsdiskussion die Rolle Deutschlands
bei der Unabhängigkeit Kroatiens betrachtet, zusammen mit Michael Martens, der dazu ja intensiv auch in den Archiven recherchiert hat. Weitere wichtige Themen für uns, für die Region, waren die Auswirkungen des geoökonomischen Wettbewerbs, die Frage, welche Strategien haben Oppositionsbewegungen in verschiedenen mehr oder weniger autoritär regierten Ländern der Region und was können diese voneinander lernen. Die zentralen Ergebnisse aller Tagungen sind in den Südosteuropa-Mitteilungen nachzulesen. Das Thema Naturschutz und nachhaltige Entwicklung ist ja eigentlich auch ein kleiner Schwerpunkt der SOG seit längerer Zeit schon. Unter anderem war es das Thema unserer Mitgliederstudienreise, die dieses Jahr in die Grenzregionen von Nordmazedonien, Kosovo, Albanien und Montenegro führte. Ich glaube, dass dort viele alte Erkenntnisse aufgefrischt, neue Erkenntnisse gewonnen wurden. Und Michael, der Hans-Jörg Prey hat schon gesagt, ich soll als in meiner Funktion der Bundesregierung einige der Projekte mal besuchen. Vielleicht musst du dann mitkommen. Das wäre vielleicht eine ganz gute Sache. Aber dann nicht so viel wandern, wie ihr das bei den Fotos. Sah mir das alles ein bisschen nach zu viel Perpedes aus. Da, vielleicht kann man da auch andere Verkehrsmittel nehmen. Zentrale Veranstaltung im Kalender 23 war natürlich wie jedes Jahr die Internationale Hochschulwoche, die 61. in Tutzing. Wir hatten letztes Jahr das Thema Wind of Change, Academic and Artistic Perspectives on Experience of Change in Southeast Europe. Ein innovatives Format, wo wissenschaftliche, praktische und künstlerische Beiträge in einen Dialog zueinander treten und so die Teilnehmenden inspirieren sollten und ich denke auch haben. In diesem Zusammenhang müssen wir uns ganz besonders natürlich bedanken bei der Akademie für politische Bildung in Tutzing, die diesen wundervollen Ort uns zur Verfügung stellt und mit uns eng kooperiert bei der Organisation und Ausrichtung der Studienwoche, der Hochschulwoche, aber auch natürlich andere Sachen. Insgesamt über 40 Veranstaltungen im vergangenen Jahr, die aus der Geschäftsstelle in München organisiert wurden, aber auch unsere ehrenamtlichen Leitungen der 22 Zweigstellen haben im vergangenen Jahr mehr als 100 Veranstaltungen angeboten in Form von Podiumsdiskussionen, Vorträgen und Lesungen. Ganz besonders schön ist es natürlich, dass unser Zweigstellennetz Zuwachs bekommen hat. Wir haben eine neue Zweigstelle in Klagenfurt eröffnen können. Ja, und ich glaube, das ist gestern auch schon deutlich geworden, dass gerade Klagenfurt als Standort auch einen besonders wichtigen zentralen Standort in unserem Netzwerk abdecken kann. Wir sind auch sehr stolz auf die Ausweitung des Nachwuchsangebots. Letztes Jahr wurde die junge SOG gegründet und bisher kann man zumindest sagen, ist das ein voller Erfolg. Ich habe gestern schon versucht zu sagen, das klingt so lächerlich, aber oft sind Neugründungen von Suborganisationen dann nur ein Erfolg, bis sie gegründet wurden. Und hier ist es andersrum. Ihr überrascht uns immer noch positiv. Das kann noch ein bisschen so bleiben. Wir sind sehr froh, dass ihr da seid und freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und wollen euch gerne mit allem, was wir können, dabei begleiten. Ja, ihr habt schon mehr als 150 Mitglieder und habt im ersten Jahr tatsächlich eine Exkursion nach Ungarn auf die Beine gestellt, das Mentoring-Programm gestartet und das Gespräch mit Dominik Fritz, dem Bürgermeister von Timișoara, auf die Beine gestellt. Ja, und auch erfreulich ist natürlich, dass unsere Mitgliederzahlen wieder gewachsen sind. Das ist natürlich ein bisschen hochgerechnet. Die SOG verzeichnet inzwischen etwa 750 Mitglieder. Gestern stand auf dem Sprechzettel noch 742. Also runden wir auf. Ja, das klingt besser. Haben wir heute schon mehr. Also wir wachsen und das ist, glaube ich, für die Organisation auch eine wichtige Nachricht. Ich bin überzeugt, diese Aktivitäten und Themen zeigen, wie wichtig unsere Arbeit als Mittlerorganisation ist, wie ernst und professionell wir, unsere Geschäftsstelle, aber auch unsere Ehrenamtlichen, unsere Aufgabe nehmen, dass wir versuchen, handlungs- und praxisorientierte Analyse, Dialogplattform zu sein zwischen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Zivilgesellschaft. Und ja, ich habe den Eindruck, dass das Renommee der Südosteuropa-Gesellschaft ein richtiges Pfund ist in der Fachwelt, aber auch in Politik, Wirtschaft, Medien und Zivilgesellschaft. Wir haben einen festen Grundsatz, dass wir fachlich fundiert, überparteilich,
mit unterschiedlichen Professionen, die wir zusammenbringen, unterschiedliche Perspektiven und doch festen Standpunkten uns mit der Region Südosteuropa befassen. Und ich denke, dass das der Kompass ist, der die Südosteuropa-Gesellschaft in der Vergangenheit ausgezeichnet hat und in der Zukunft auszeichnen sollte. Bei unserer Arbeit ist das Auswärtige Amt ein wichtiger Partner, nicht nur, weil das meiste Geld vom Auswärtigen Amt kommt, sondern auch durch die intensive, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt. Dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken, lieber Michael, stellvertretend bei dir für alle Kolleginnen und Kollegen, die mit uns dort so gut zusammenarbeiten. Vielen Dank. Zudem möchte ich mich natürlich bedanken bei allen ehrenamtlichen Mitgliedern, den Gremienmitgliedern, ganz besonders den Mitgliedern des Präsidiums, des Wissenschaftlichen Beirats, des Preis- und Stipendiumrats, der jungen SOG sowie den Zweigstellenleiterinnen und Leitern, die die SOG in der Fläche an den wichtigen Uni-Standorten in Deutschland und Österreich vertreten und präsent machen. Die Redaktion der Südosteuropa-Mitteilung ist natürlich auch hervorzuheben, sowie unsere Kooperationspartner bei den verschiedenen Veranstaltungen, die natürlich oftmals nur durch das Engagement von ehrenamtlich aktiven Mitgliedern zustande kommen. Trotzdem, man kann jetzt sagen, es ist der Maschinenraum oder die Herzkammer. Unsere Gesellschaft würde nicht so gut arbeiten und funktionieren, hätten wir nicht ein sehr engagiertes, ein unglaublich kompetentes und professionelles Team in der Geschäftsstelle in München. Deswegen möchte ich mich für den Einsatz im vergangenen Jahr ganz herzlich bedanken bei unserem Geschäftsführer, bei Dr. Christian Hagemann, bei seiner Stellvertreterin Viktoria Vogelsinger-Palm und den Mitarbeiterinnen Ivana Vukalovic, Doris Ritz, Adelina Draguscha, Michaela Kurzmeier und Viktoria Somogi. Vielen herzlichen Dank. Zum Abschluss möchte ich einen kleinen Gedanken auf das Jahr 2024 richten. Ich denke, wir sehen alle, wenn wir in die Nachrichten gucken, dass das Jahr 2024 kein Jahr ist, wo viele davon ausgehen, dass es ein Jahr von Glück und Happiness geprägt sein wird. Es stehen unglaublich wichtige Wahlen an. Die Europawahl ist zum Beispiel zu nennen. Die Wahlen in den USA werden oftmals genannt. Aber auch in vielen Ländern unserer Region sind es ja zum Teil alle Wahlen, die stattfinden, in Kroatien zum Beispiel. Parlamentspräsidentschaftswahl, Europawahl steht alles in den nächsten 12 Monaten an, auch in anderen Ländern der Region. Fast überall wird gewählt, in vielen werden auch die verschiedenen Ebenen gewählt werden. Das heißt, wo stehen wir nach diesem Jahr? Kann man zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich sagen. Ich denke, man kann aber eine Sache sagen, dass die Region Südosteuropa einerseits sozusagen durch den Krieg in der Ukraine in den Fokus geraten ist. Viele Länder haben alte historische Verbindungen mit Russland oder auch der Ukraine, sind Ziel von russischer Desinformation oder russischer kulturellem Einfluss, gleichzeitig oftmals auch Produzent von Munition oder von Waffen, die relevant ist, haben verschiedene Haltungen zur NATO oder auch zum Alignment mit der westlichen Politik gegenüber Russland. Und gleichzeitig ist Südosteuropa doch nicht im totalen Fokus, weil der Krieg in der Ukraine Zentraleuropa vielleicht noch mehr in den Fokus gerückt hat. Und das Interessante ist, dass wenn man sich anguckt, wie beispielsweise die ungarische Politik mit dem Krieg in der Ukraine umgeht, als direktes Nachbarland, wir ja oftmals den Eindruck haben, ob zu Recht oder zu Unrecht, als würden die so ein bisschen sich so verhalten, als wären sie weit weg und wollten sich raushalten. Ich denke, dass wir uns vor Augen halten müssen, und das gilt für die Erweiterungspolitik auf dem Westbalkan, genauso wie meiner Ansicht nach auch für Länder in der Region, Slowakei, Ungarn, wo eine politische Mehrheit im Moment vorherrschend ist, die sozusagen versucht, sich höchstens Äquidistanz zu verhalten, dass wir aufpassen müssen, dass über das unbedingt entschiedene Interesse und Engagement, den Krieg in der Ukraine zu gewinnen und die Ukraine und Moldau auf den Weg in Richtung EU voranzuführen. Wir aufpassen müssen, dass ob zu Recht oder zu Unrecht in Südosteuropa sehr leicht der Eindruck aufkommen kann, man sei nicht mehr im Zentrum des Interesses. Was man einerseits in der Region vielleicht erklären kann, dass das gar nicht so stimmt, was aber meiner Ansicht nach unbedingt emotional in der Region abgeholt werden muss.
Und dafür ist, glaube ich, unter anderem die Südosteuropa-Gesellschaft ein zentraler Teil. Ja, und dann hast du schon gesagt, wir haben letztes Jahr über die Wahlen in der Türkei gesprochen. Die große Frage, wie soll die deutsche Außenpolitik künftig mit der Türkei umgehen? Ich bin glücklicherweise nicht für die Türkei zuständig. Ich kann dir diese Frage nicht beantworten. Aber ich glaube, dass die Auseinandersetzung mit der strategischen Rolle der Türkei im Spannungsfeld unserer Interessen in der Ukraine vor dem Hintergrund der Entwicklung im Nahen Osten, aber auch vor dem Hintergrund der alten Schwierigkeiten und der alten Konkurrenzen in der islamischen Welt, sicherlich auch für Europa von ganz zentraler Bedeutung sein wird. Und mein Gefühl ist, dass, obwohl niemand davon redet, dass die Türkei sich gerade auf einem aktiven Erweiterungspfad bewegt, das Zusammenhalten der Europäischen Union, die Attraktivität in die Europäische Union zu wollen und sie anzustreben, ja, die Kraft, die Europäische Union ausstrahlt oder nicht ausstrahlt, ganz entscheidend dafür sein wird, welche Wirkmächtigkeit unsere Politik in der Zielregion der Südosteuropa-Gesellschaft entwickeln kann und entwickeln wird. Und deswegen glaube ich, werden wir in diesem Jahr viel zu tun haben, werden versuchen zu analysieren und positiv Einfluss zu nehmen, werden sicherlich auch gerade den zivilgesellschaftlichen Schwerpunkt mit der Ausrichtung des Zivilgesellschaftsforums versuchen noch einmal zu stärken und sollten uns aber auch bewusst sein, dass manchmal nicht die große Politik das Entscheidende ist, sondern das tatsächliche Stärken von Strukturen on the ground, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen, manchmal viel wichtiger ist als der Staatsbesuch, sei es bei Herrn Orban, bei Herrn Erdogan oder bei wem auch immer in der Region. Vielen Dank. Der nächste Programmpunkt ist nun die Verleihung der Dissertationspreise. Ich bitte nun die Preisträgerinnen sowie die Laudatorinnen auf die Bühne. An dieser Stelle möchte ich explizit der Fritz und Helga Exner Stiftung danken, insbesondere Ihnen, Frau Dr. Helga Exner-Freisfeld, Sie sind online zugeschaltet. Ich suche die ganze Zeit noch nach der Videowand von gestern, um zu gucken. Sie sehen uns, wir sehen Sie nicht. Herzliche Grüße. Dank der Exner Stiftung ist es uns auch in diesem Jahr wieder möglich, zwei herausragende Dissertationen im Bereich der Südosteuropa-Forschung zu würdigen. Die Arbeit von Babis von der Friedrich-Schiller-Universität in Jena zum Titel Old Wounds, New Foreign Policy, Germany and Greek Major Communities Between Recognition and Reconciliation und die Dissertation von Johanna Kovanets von der Uni Wien mit dem Titel Turkey's Occidentalist Condition, Images of Self and Other in Early Republican Literature. Die Laudatio für Frau Kovanets wird gehalten von Frau Prof. Dr. Beatrice Hendrich vom Institut für Sprachen und Kulturen der islamisch geprägten Welt der Uni Köln. Frau Hendrich, Sie haben das Wort. Ja, danke schön. Guten Morgen, liebe Anwesende. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier die Laudatio zu halten. Das hat mich wirklich gefreut. Es freut mich einerseits wegen der Arbeit und der Preisträgerin, darauf werde ich noch kommen. Es freut mich aber auch natürlich, weil ein Thema mit Türkei-Bezug ausgewählt worden ist und auch ein Thema, das gerade auch diese Übergangsphase vom späten Osmanischen Reich zur Türkischen Republik zum Thema hat und uns, und damit meine ich die SOG und die Anwesenden, auch daran erinnert, welche Relevanz doch das Osmanische Reich, das späte Osmanische Reich für die meisten dieser Regionen hatte und dass man das ab und zu auch mal erwähnt bei aller Wichtigkeit, die Bedeutung, die natürlich der Tagesaktualität und den aktuellen Themen zukommt. Und insofern, ja, ich nenne noch gerne noch einmal den Titel der Dissertation, damit sich das auch so richtig einprägt. Turkey's Occidentalist Condition. Das ist ja schon eine thematische Herausforderung. Images of Self and Other in the Early Republican Literature. Zunächst ein paar Worte zur Preisträgerin. Dr. Johanna Kovanets hat in Wien in der vergleichenden Literaturwissenschaft mit Auszeichnung promoviert und ihre Dissertation dort im Sommer 2023 auch verteidigt.
Ihre akademische Karriere begann mit dem Studium der vergleichenden Literaturwissenschaft. Sie ist also keine Osmanistin oder so, und auch dieser Bezug freut mich, diese Interdisziplinarität. Bereits während des Bachelorstudiums zeigte sich ihr ausgeprägtes Interesse an der Türkei und sie hatte das Glück, ihr Erasmus-Studium an einer der damals sehr wichtigen Privatuniversitäten der Türkei, der Bilgi-Uni, verbringen zu können. Und sie hat dann, wie ich sagen würde, auch folgerichtig eine Bachelorarbeit zu Orhan Pamuk und seinem Museum der Unschuld verfasst. Auch die Masterarbeit, wieder in Wien vorgelegt, beschäftigt sich mit einem Thema, einem Megathema der türkischen Literaturwissenschaft, mit Hüzün oder Melancholie oder manche sagen intellektuelle Trauer. Es erfolgte ein erfolgreicher Ausflug in die Rechtswissenschaft, aber zum Glück wog das Interesse an der Türkei dann doch stärker, sodass Johanna Kovanec ein weiteres Mal nach Istanbul ging, diesmal bereits als wissenschaftliche Mitarbeiterin in einem Horizon 2020-Projekt an die Sabancı-Universität. In den folgenden Jahren widmete sich die Preisträgerin ihrer Dissertation und war zugleich an der Universität Wien in der Orientalistik und in der vergleichenden Literaturwissenschaft beschäftigt. In der vergleichenden Literaturwissenschaft in Wien ist sie jetzt seit 2022 als Universitätsassistentin auch tätig. In ihrer Dissertation beschäftigt sich Johanna Kovanec mit einem sehr grundsätzlichen Thema, wenn es um die vergleichsweise kurze Geschichte der türkischsprachigen Romanliteratur geht. Am Beispiel des Oeuvres von drei modernen KlassikerInnen vollzieht die Verfasserin nach, wie diese Intellektuellen literarisch und im öffentlichen Diskurs mit dem bis heute ungelösten, meiner Meinung nach ungelösten Grundwiderspruch der türkischen Republik umgegangen sind. Es geht dabei um nichts weniger als westlich, aber nicht vaterlandslos zu sein, türkisch, aber nicht alla Turka und Muslim, aber doch nicht in der Vergangenheit verhaftet. Die drei betrachteten Autoren, Autorinnen sind noch im Osmanischen Reich geboren und sozialisiert worden, haben die intellektuelle Landschaft aber bis zu ihrem Tod jeweils in den 1960er Jahren in der Türkei diesmal deutlich geprägt. Bei diesen AutorInnen, die Frau Kovanec als konservative und säkulare Vertreterinnen der Republik und der türkischen Moderne kategorisiert, handelt es sich um Peyami Safar, Halide Edip Adıvar und Ahmet Hamdi Tanpınar. Die Frage, was eigentlich Ost und West, fremd und eigen, im gegebenen historischen und politischen Kontext der neu gegründeten Republik Türkei bedeuteten, prägen deren Werke fast von der ersten bis zur letzten Seite, egal mit welcher Story hinterlegt. In ihrer Analyse verknüpft Johanna Kovanec eine postimperiale mit einer postkolonialen Perspektive. Das Präfix Post steht hier jeweils nicht für etwas Vergangenes, sondern für bis heute wirksame Strukturen und Konflikte, die aus dem historischen Umbruch und dem Zwittercharakter des späten Osmanischen Reichs als in Teilen einem kolonialen Machtgefüge unterworfen und in Teilen selbst kolonial handelnd erwachsen sind. Aus diesem Themenbereich des Postkolonialismus ist es insbesondere das Konzept des Okzidentalismus, welches Johanna Kovanec als analytisches Instrument verwendet. Okzidentalismus bezeichnet ein globalisiertes System von Ungleichheiten, basierend auf der Hegemonie europäischer bzw. westlicher Episteme und Vorstellungen von Fortschritt. Die in der Dissertation betrachteten AutorInnen unterscheiden sich natürlich in ihrem Blick auf die imperiale Vergangenheit und die republikanische Zukunft. In ihrem spezifischen Verständnis von Konservatismus oder in ihrem Bild von der idealen neuen Frau. Frappierend ist allerdings, wie stark die Weltsicht der Intellektuellen vom Okzidentalismus geprägt sind. Die AutorInnen also auf die eigene Gegenwart, Geschichte und Gesellschaft mit einem ganz okzidentalen, auch vorurteilsbeladenen Blick schauen.
Wenn wir heute Ihre Texte lesen und manchmal eine nicht ganz konsistente Story, einen zweifelhaften Plot wahrnehmen, dann hängt das meiner Meinung nach sicher auch mit dieser Selbstwahrnehmung zusammen, die sich hier und dort ansiedelt. Oder wie Tanponar geschrieben hat, ne içindeyim zamanın, ne de büsbütün dışında. Weder bin ich ganz in dieser Zeit noch völlig außerhalb von ihr. In ihrer Dissertation zeigt Johanna Kovanec uns, was es für die Intellektuellen der frühen türkischen Republik bedeutete, sich selbst und das eigene Schaffen in die neue Zeit zu transferieren, ohne alles Vergangene auf den Müllhaufen der Geschichte zu werfen. Das Wissen um diese Mühen benötigt heute eigentlich jeder und jede, die sich ernsthaft um den gegenwärtigen Zustand der Türkei Gedanken macht. Ich beglückwünsche Dr. Johanna Kovanec zu ihrer ausgezeichneten Arbeit. Ich hoffe und gehe davon aus, dass wir noch vieles, vieles Neues von Ihnen lesen und lernen werden und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und Freude in Ihrer Arbeit. Und vielen Dank zunächst für diese sehr erfreuliche Einladung nach München. Zunächst möchte ich mich bei der Südosteuropa-Gesellschaft und bei der Fritz und Helga Exner Stiftung für diese Würdigung meiner Dissertation bedanken. Und ein besonderes Dankeschön gilt an dieser Stelle selbstverständlich auch Beatrice Hendrich für diese prägnante Laudatio zu meiner Arbeit. Ich habe mich sehr über diesen Preis gefreut, der, so scheint mir, und das haben Sie auch angedeutet, auch die interdisziplinäre Ausrichtung meiner Forschungstätigkeit zwischen Komparatistik und Turkologie wertschätzt. Eine Frage, die mir als vergleichende Literaturwissenschaftlerin oft gestellt wurde, ist: Warum türkische Literatur? In einer Disziplin, die traditionell einem westeuropäischen Kanon verpflichtet ist, scheint also dieser geografische und sprachliche Fokus oftmals Grund für Verwunderung zu sein. Warum also moderne türkische Literatur? Der Blick europäischer Akteure auf die Türkei, also gewissermaßen die Konstruktion der Türkei von außen, ist historisch und literaturwissenschaftlich relativ gut erforscht. Doch wie konstituieren sich Selbst- und Fremdbilder in türkischsprachigen Quellen selbst? Und welche Rolle spielt dabei dieser oftmals vorgelagerte und dominante Blick von außen im Zeitalter westlich geprägter Moderne? Literatur ist ein Medium, anhand dessen sich gesellschaftliche und politische Entwicklungen analysieren lassen. Und Ausgangspunkt meiner Arbeit war die kulturwissenschaftliche Frage, in welchem Zusammenhang eben genau gesellschaftliche Entwicklungen, literarische Entwicklungen und große politische Umwälzungen stehen. Gemeint ist hier diese Zeit des Untergangs des Osmanischen Reiches und der Gründung der Republik Türkei. Eine Zeit der Nationalisierung, die auch unter dem Diktum der Verwestlichung und der Modernisierung stand. Wie also wird in diesen Texten der jungen Republikszeit das herauszubildende neue türkische Selbst erzählt? Es wurde bereits erwähnt, dass mein Fokus auf drei AutorInnen lag, auf die schon damals der zeitgenössische Begriff der Public Intellectuals zutraf. Beyami Safar, Halide Edip Adovaş und Ahmet Hamdi Tanpınar. Die Zugehörigkeitserzählungen dieser AutorInnen trugen zu einem öffentlichen Diskurs bei, in dessen Mittelpunkt eine neue Identitätsfindung der Türkei stand. Und die Arbeit diskutiert das eigene und das Fremde, das Selbst und das Andere in einer Vielfalt von Texten wie Romanen, Essays und Zeitungsartikeln. Die Analyse zeigt, dass ein polarisierender Entweder-Oder-Blick auf die Türkei nicht zielführend ist. Vorstellungen von Zugehörigkeit formieren sich im Spannungsfeld imperialer Vergangenheit und nationaler Gegenwart.
im Zusammenspiel dessen, was als östliche und westliche Kulturelemente imaginiert wird. Die AutorInnen zeigen auf verschiedene Art und Weise, dass sich Zugehörigkeit also in einem komplexen Prozess des Sowohl als auch formiert. Der Blick auf die 1930er und 40er Jahre ist auch hinsichtlich zeitgenössischer Entwicklungen relevant. Wie Tantonage 1946 schrieb, das dringendste Problem für uns alle ist die Frage, wo und wie wir mit der Vergangenheit umgehen sollen. So kehrte das Osmanische Reich bereits sehr früh in gesellschaftliche Debatten zurück, nämlich als Bild sogenannter östlicher Zugehörigkeit. Seither wurde ihm, also dem Osmanischen Reich, in politischen und kulturellen Diskursen bis heute unterschiedliche, ambivalente und teils widersprüchliche Bedeutungen zugeschrieben, die vielfach auch in Kontinuität mit den Bildern der frühen Republikszeit stehen. Moderne türkische Literatur ist also eine Möglichkeit, sich mit Fragen von Alterität und Identität auseinanderzusetzen und das aus einer Perspektive heraus, die im globalen literaturwissenschaftlichen Diskurs oftmals marginalisiert wird. Vielen Dank nochmal für den Preis und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kovanec. Jetzt kommen wir zur zweiten Preisverleihung. Die Laudatio wird gehalten von Jens Bastian, Fellow am Zentrum für angewandte Türkei-Studien der SPP in Berlin und Schatzmeister der Südosteuropa-Gesellschaft. Jens, bitte sehr. Zunächst Gratulation zur Vorrednerin zum Preis. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe SOG-Mitglieder, Ke Arabite Babi, Ke Thermoteros, Heretismus, Ke Sinikoyenyasu, Puvlepomades. Wie Sie gerade hören, meine Damen und Herren, geht es um deutsch-griechische Beziehungen. Und wir ehren heute mit der Verleihung des Dissertationspreises der Fritz und Helga Exner Stiftung eben Babis. Den Zungenbrecher erspare ich Ihnen nochmal. Babis ist ein guter Freund, wir kennen uns seit vielen Jahren, deswegen kann ich das auch so kurz fassen. Die Dissertation wird auf Englisch vorgelegt. Auch das ein sprachliches Element. Old Wounds, New Foreign Policy, Fragezeichen, German and Greek Mature Communities, Between Recognition and Reconciliation. Sie wurde vergangenes Jahr an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Friedrich-Schiller-Universität zu Jena vorgelegt, verteidigt und von beiden Gutachtern auch mit Summa Cum Laude bewertet. Der wissenschaftliche Ertrag dieser Dissertation ist, wenn Sie das Werk in den Händen halten, erheblich. Es sind mehr als 400 Seiten und Babis nimmt uns da auf eine Reiseanalyse mit von versuchten Versöhnungsprozessen. Ich betone auch das Wort versuchten Versöhnungsprozessen. Erinnerungskultur, Herausforderungen deutscher Versöhnungspolitik mit und gegenüber Griechenland. Das empirische Herzstück dieser Dissertation basiert auf 36 aufgezeichneten Interviews. Das sind diejenigen, die autorisiert wurden. Er hat noch viel mehr geführt, die er mit Bürgerinnen und Bürgern aus 10 ausgesuchten Dörfern, und hier betone ich jetzt das Wort, Opferdörfer in Griechenland geführt hat. Diese Opferdörfer werden oft auch, und das spiegelt sich im Titel, als Märtyrerdörfer genannt. Die Dörfer haben einen Namen. In Griechenland kennt die fast jeder. In Deutschland viel zu lange fast keiner. Sie haben Namen und manche werden ihnen vertraut sein. Distomo, Galavidra. Bei seinen Besuchen vor Ort, wenn er diese Interviews geführt hat, kam Babis natürlich seine griechische Muttersprache zu Hilfe. Und dadurch konnte er Gespräche eröffnen
Er konnte Vertrauen aufbauen. Ella Ifigenia. Diene. Er konnte Vertrauen aufbauen und auch mit Empathie zuhören. Zur Voraussetzung von Versöhnung gehört aus meiner Sicht, und das spiegelt sich immer wieder in seiner Dissertation, das Wort Anerkennung. Anerkennung der Verbrechen während der Besatzungszeit durch die Wehrmacht. Anerkennung auch des Leids, Anerkennung der Opfer, aber auch Anerkennung der Nachkommen und ihrer Forderungen. Diese Form der Anerkennung ist in der Bundesrepublik in den 50er, 60er, 70er Jahren gegenüber Griechenland viel zu selten zur Geltung gekommen. Daran erinnert uns Babis auch. Denn er zeigt, dass die fehlende Anerkennung zu unterschiedlichen Reaktionen in gerade jenen Opferdörfern geführt hat, wo man versucht hat, deutsche Versöhnungspolitik auch vorzustellen. Zum Beispiel eine fehlende Anerkennung der Forderung, wie kontrovers sie auch sein mag, nach Reparationen oder dem sogenannten Zwangskredit. Es ist, meine Damen und Herren, frappierend festzustellen, dass die Finanzkrise, die wir vor 10 Jahren mit Blick auf Griechenland und andere Länder in der Eurozone erlebt haben, dass die Finanzkrise in Griechenland und mit Griechenland eigentlich ein Katalysator darstellt, ein Triggerpunkt zu einem neuen Versuch der Versöhnung zwischen beiden Ländern. Dieses deutsch-griechische Verhältnis war in den Jahren 2011 bis 2015 vor erheblichen Herausforderungen belastet. Und Babis und ich haben damals wiederholt erfahren, wir haben zum Beispiel gemeinsam Bildungsseminare für Mitglieder der Verdi-Gewerkschaft am Berliner Wannsee in der Bildungsstätte dort organisiert. Da haben wir wiederholt erfahren, ich erinnere mich ganz lebhaft daran, wie damals griechische Teilnehmerinnen der Seminare uns darauf hingewiesen haben, Versöhnungsprozesse sind wichtig in den bilateralen Beziehungen. Aber sie haben auch zur Voraussetzung Erinnerungskultur und Erinnerungspolitik. Daran hat es auch in den Jahren 2011 bis 2015 gefehlt. Die zentrale Voraussetzung, Anerkennung, findet sich in Babis Dissertation immer wieder, ob das nun mit Blick auf seine Akteursanalyse bei den Interviews erkennbar wird, dem konzeptionellen Ansatz seiner Arbeit oder auch den umfangreichen empirischen Ergebnissen. Seine Dissertation ist der gelungene Versuch, die Bruchstücke dieser Erinnerung einzusammeln, neu zu ordnen, zu rekonstruieren, mit der Folge, dass wir uns erinnern können, dass wir Vergangenheit lesen, gegebenenfalls auch anders neu lesen und dass wir diese diskutieren und erst recht nicht vergessen. Saloniki ist Babis Geburtsstadt und sie hat eine wichtige Bedeutung in dieser deutsch-griechischen Gedächtnispolitik. Denn nach langer Verzögerung erfolgte Ende vergangenen Jahres endlich die Baugenehmigung zur Errichtung des neuen Holocaust-Museums in Saloniki. Dies wird in der Nähe des, wenn Sie mit der Stadt vertraut sind, manche von Ihnen, in der Nähe des Güterbahnhofs wird dieses Museum gebaut werden. Dieser Bahnhof, von dem aus überwiegend knapp 50.000, vielleicht mehr, vielleicht etwas weniger, sephardische Juden nach Auschwitz transportiert wurden. Zwischen 1941 und 1944, als Griechenland von den sogenannten Achsenmächten okkupiert war. Dieses Museum, und das ist ein interessanter Aspekt der Kooperation zwischen Deutschland und Griechenland, dieses Museum wird zum einen von der griechischen Regierung natürlich unterstützt, finanziert, aber auch von der Stavros Niarchos Stiftung, eine Räderfamilie in Griechenland, und von deutscher Regierungsseite durch einen Beschluss des Bundestages aus dem Jahr 2017. Sie sehen dadurch, meine Damen und Herren, Erinnerungspolitik braucht Zeit, oft viel zu viel davon.
um endlich Wirklichkeit zu werden, sei es architektonisch durch ein Museum oder durch Forschungen einer neuen Generation von Historikern und Historikerinnen oder Politikwissenschaftlerinnen. Diese Dissertation von Babis, wir hoffen es, und gestern Abend habe ich erfahren, dass es bereits der Fall ist, wird bald als Buch das Licht der Öffentlichkeit erblicken. In diesem Sinne, und ich sprach eben von Anerkennung, ist auch die Anerkennung dieses Dissertationspreises an Babis hochverdient. Singharitiria, Arabite Phile, Geotica Litera, so erfromme, Yatarin Pangel Matika Suvib Mata. Ich bedanke mich sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, lieber Jens, herzlichen Dank. Deine Worte füllen mein Herz mit Wärme und meine Augen mit Freudenstränen. Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte mich erstmal vorerst, wie gesagt, an Jens bedanken, bei Jens bedanken. Und ich danke auch herzlich der Südosteuropa-Gesellschaft für die ganze Organisation, für die Würdigung und natürlich der Fritz und Helga Exner Stiftung für die Ehrung und den Preis. Das hat mich wirklich sehr gefreut. Für mich ist das nicht nur eine Anerkennung der Arbeit, sondern auch der Thematik und der Wichtigkeit des Themas Versöhnung, Versöhnungsprozesse, Frieden schaffen, erinnern, daran denken, was wir versäumt haben, aber auch das versuchen zu finden, was uns zusammenbringt. In Zeiten von Unsicherheit und Volatilität sehnen sich alle nach Sicherheit. Doch die Arbeit, und nicht nur meine Arbeit, aber auch das Leben und die Geschichte zeigt, langfristig werden wir Sicherheit ohne tiefen Frieden, langanhaltenden Frieden nicht erreichen können. Und das haben wir beim deutsch-griechischen Paradigma nach der Finanzkrise, die auch Jens in Athen damals sehr, sehr nah miterlebt hat, erlebt. Länder, wo wir denken, die sind ja eigentlich sehr gut befreundet, haben exzellente diplomatische Beziehungen. Auch diese Länder und deren Verhältnis werden von Verbrechen der Vergangenheit, von unaufgearbeiteten Wunden und von fehlender Anerkennung aufgeholt. Und schnell kann so ein gutes Verhältnis zerbrechen. An der Stelle und mit diesen Gedanken im Hinterkopf kann ich nur sagen, dass wir den Weg einfach weitergehen müssen. Dass wir heute gemeinsam über diese Dinge reden können, offen uns unterhalten, vielleicht auch streiten können, über was gut ist, was nicht gut ist, was die eine Seite will, was die andere Seite will. Das ist eine besondere Errungenschaft, dass wir darüber uns austauschen können, wissenschaftlich, künstlerisch, interpersonell, zivilgesellschaftlich, in einer Demokratie. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist etwas, was wir aufrechterhalten müssen und auch brauchen, wenn wir gemeinsam vorangehen wollen. Und meine Sicht auf die Dinge ist, dass der Weg nach vorne nur ein gemeinsamer ist. Ob das ein schwieriger Pfad ist oder eine offene Straße, wir müssen diesen Weg nach vorne gemeinsam gehen. Und in dem Sinne danke ich Ihnen. Ich danke für den Preis herzlich und ich danke Ihnen auch für die gesamte Organisation und für die Würdigung. Herzlichen Dank. Christopoli, ich merke in mir den Wunsch, das Thema weiter zu diskutieren. Jens, du musst vielleicht noch mal eine Möglichkeit dafür schaffen, weil ich glaube, die deutsch-griechische Freundschaft ist unterschätzt in der Bedeutung für die Region. Und jetzt, wo es keine Probleme gibt, kann man versuchen, diese Probleme zu lösen. Wenn es wieder mal Probleme gibt, dann hat man wieder keine Chance. Deswegen vielen Dank. Vielen Dank aber natürlich vor allem auch Ihnen. Ich würde jetzt zu unserer klassischen Prozedur kommen, die darin besteht, dass ich die Urkunden verlese und dann überreiche. So machen wir das immer. Ich möchte hiermit überreichen Fritz und Helga Exner Stiftung, Dissertationspreis, Dr. Johanna Chovanec, wird für ihre Dissertation zum Thema Turkish Occidentalist Condition, Images of Self and Other in Early Republican Literature mit dem Förderpreis der Fritz und Helga Exner Stiftung ausgezeichnet.
Diese Arbeit stellt einen anzuerkennenden Beitrag zur Südosteuropa-Forschung dar. Der Förderpreis wird im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Südosteuropa-Gesellschaft in München am 17. Februar 2024 überreicht. Unterschrieben von Dr. Helga Exner-Freisfeld, Kuratorium Fritz und Helga Exner-Stiftung, Professor Dr. Dr. H.C. Herbert Küpper, Vorstand Fritz und Helga Exner-Stiftung und von Manuel Sarrazin, das bin ich. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns in Unkosten gestürzt. So können Sie jeden Morgen eine Südosteuropa-Gesellschaft trinken. Oh, danke schön. Vielen Dank. Nein, aber Fritz und Helga Exner Stiftung, Dissertationspreis, Dr. Charalampos Babis Kartuchtis, wird für seine Dissertation zum Thema Old Bounds, New Foreign Policy, Germany in Greek Martyr Communities between Recognition and Reconciliation mit dem Förderpreis der Fritz und Helga Exner Stiftung ausgezeichnet. Diese Arbeit stellt einen anzuerkennenden Beitrag zur Südosteuropa-Forschung dar. Der Förderpreis wird im Rahmen der Jahreshauptversammlung der Südosteuropa-Gesellschaft in München am 17. Februar 2024 überreicht, unterschrieben von Dr. Helga Exner-Freisfeld, Kuratorium Fritz und Helga Exner Stiftung, Professor Dr. Dr. H.C. Herbert Küpper, Vorstand Fritz und Helga Exner Stiftung und von mir. Babis, herzlichen Glückwunsch. Wir wechseln jetzt zu der Diskussionsrunde.
Nun kommen wir zur Verleihung des Journalistenpreises Südosteuropa-Gesellschaft. Mit diesem Preis würdigen wir exzellente deutschsprachige Journalistinnen und Journalisten für ihre Verdienste um die kenntnisreiche und umfassende Berichterstattung aus und über Südosteuropa. Ist alles okay, Adelheid? In diesem Jahr verleihen wir den Preis an Dirk Auer. Dirk Auer ist freier Journalist mit dem Schwerpunkt Südosteuropa. Sie haben von 2005 bis 2012 in Sofia gelebt, danach 3 Jahre in Belgrad. Und Ihre Berichte, Reportagen und Features erscheinen vor allem im Deutschlandfunk. Umso besser ist es, dass ich an dieser Stelle gar nicht mehr verraten möchte, sondern Adelheid Feilke von der Deutschen Welle in Bonn ein Gespräch mit dem Preisträger führen und alles Weitere ans Licht bringen wird. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Manuel. Guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich die Freude und Ehre habe, heute im Kollegengespräch mit Dr. Dirk Auer über seine Arbeit als Journalist zu sprechen. Wir haben ja eben in den beiden vorherigen Programmpunkten wissenschaftliche Arbeit zum Thema Südosteuropa gewürdigt und ich war wirklich sehr, sehr beeindruckt von eurer Arbeit, Babis und Johanna, und denke, dass gerade das auch die Kraft der Südosteuropa-Gesellschaft ist, dass wir den Bogen spannen können, hier durch den Vermittlungspreis im Journalismus Wissenschaft und größere Öffentlichkeit miteinander zu verbinden. Und der Journalistenpreis der Südosteuropa-Gesellschaft würdigt, wie Manuel sagt, in jedem Jahr gerade diese Vermittlung für ein deutschsprachiges Publikum. Und wir haben in diesem Jahr einen Journalisten, den wir auszeichnen, Dirk Auer, der in seiner eigenen Biografie auch diese Brücke geschlagen hat, von der Wissenschaft zum Journalismus. Er ist studierter Soziologe, Philosoph, hat viele Jahre an der Universität in Oldenburg wissenschaftlich gearbeitet, dort auch promoviert. Und dann im Jahr 2003, wenn ich das so sagen kann, wenn ich richtig erinnere, gab es einen Cut und er ist Journalist geworden. Eigentlich ein ganz spannender und nicht selbstverständlicher Sprung. Und das wäre auch meine erste Frage an dich, lieber Dirk, von Arendt und Adorno nach Bulgarien und Belgrad, wenn die Alliteration erlaubt ist. Wie kam es dazu? Ja, du hast eben vorhin gesagt, ist das Mikrofon an? Oder? Eine Brücke geschlagen. Ich habe das eigentlich nie als Brücke. Also für mich war es tatsächlich ein Sprung. Also es ist im Prinzip wie so zwei Leben. Und am Anfang stand die Entscheidung, ich will sozusagen diesen akademischen Weg nicht fortsetzen, aus verschiedenen Gründen. Und dann ist es oft, also es ist irgendwie so ein bisschen so ein Running Gag, wenn man so einen sozial- und geisteswissenschaftlichen Hintergrund hat, dann kommt man irgendwie auf die Idee, irgendwas mit Medien machen zu wollen. Und so war das auch bei mir. Also ich hatte nie den großen, also es gibt so manchmal irgendwie in dem Programmheft vom Deutschlandfunk, das ist so einer meiner Lieblingsrubriken, wenn so die Mitarbeiter vorgestellt werden oder sich selber vorstellen. Und dann gibt es ganz oft so diese Erzählungen, wie man schon in der Kindheit unter der Bettdecke heimlich Radio gehört hat und so fasziniert war von diesem Medium. Und dann hat vielleicht das Leben noch so ein paar Wolken geschlagen, aber irgendwie ist so das Leben dann praktisch wie so die Erfüllung eines Kindheitstraums. Also so war es bei mir nicht. So eine Geschichte kann ich bei mir nicht erzählen. Ich habe das immer irgendwie als zwei verschiedene Dinge betrachtet, vor allem, weil ich eben, wie du sagtest, akademisch nicht, also ich habe soziologische Theorie, Sozialphilosophie und solche Dinge betrieben. Und ich glaube, dieser Weg in den Journalismus dann, das war dann tatsächlich irgendwie so eine Sehnsucht nach Leben, also nach Empirie, nach wirklichen Menschen. Das war der Ursprungsausgangspunkt. Soziologie heißt ja auch, hat ja auch irgendwas mit Menschen zu tun. Ja, so kann man Soziologie betreiben. Ich habe tatsächlich Texte gelesen und Texte über Texte geschrieben. Oh. Und da ging es um irgendwie, es waren keine Menschen aus Fleisch und Blut, sozusagen. Okay, aber dann ging es dann richtig mit Macht an die Menschen aus Fleisch und Blut. Genau. Wie kam es dazu und wieso gerade nach Südosteuropa? Das sind auch viele, viele Zufälle. Ich hatte eine einjährige Ausbildung in Journalismus gemacht
und die war gerade fertig geworden und dann drückte mir jemand eine Ausschreibung in die Hand, ein Recherchestipendium, also die Stiftung EVZ, Erinnerung, Verantwortung und Zukunft, hat damals 10 journalistische Recherchestipendien ausgeschrieben und ich habe mich alle Strohhalme ergreifend irgendwie alle beworben. Und das war wirklich mein erster Bezug zu Ost-Südosteuropa überhaupt. Also ich war vorher nie östlich von Berlin und südöstlich von Wien. Und habe mich dann auf ein Thema beworben, das mir auch irgendwie zufällig in die Hände gefallen ist, in Belgrad. So, das war, mein Thema war Situation von Roma-Holocaust-Überlebenden in Serbien. Das war relativ gut dotiert, ich hatte 1000 Euro in der Tasche, bin dann damit nach Belgrad gefahren, war da in 3 Tagen fertig und hatte aber auch da dann schon irgendwie vor, weil gleichzeitig die Nachricht kam, dass mit Abschiebungen aus Deutschland der Roma-Kosovo-Flüchtlinge angefangen wurde, beziehungsweise genauer genommen waren es damals in diesem Jahr die Aschkali, die zuerst sozusagen zurück mussten. Und da ich vorher auch immer so migrationspolitisch engagiert war, habe ich gedacht, so, das nehme ich jetzt als Anlass. Ich fahre weiter in den Kosovo, gehe nach Pristina in den Flughafen und gucke und hoffe darauf, eine Maschine zu finden, wo tatsächlich diese abgeschobenen Familien ankommen. Und hatte tatsächlich auch dieses Glück, am Flughafen zu stehen und eine Familie mit 6 Kindern, die alle in Deutschland geboren waren, alle praktisch nur Deutsch sprachen und zum ersten Mal überhaupt in Kosovo waren, so wie ich. Und ich habe mir sozusagen eine 2-wöchige Tour organisiert selbst. Ich bin dann auch nach Mitrovica gefahren, habe dann, also was natürlich auch ein unglaublich beeindruckendes Erlebnis war, wenn man das zum ersten Mal sieht, und kam eben nach 2 Wochen völlig erfüllt und überwältigt wieder zurück und habe meiner damaligen Partnerin gesagt, wir ziehen in die Region, wir ziehen auf den Balkan, und sie sagte, okay, machen wir. Ja, und jetzt, also bis jetzt waren wir noch auf dem Westbalkan, aber der Weg hat dich dann noch ein bisschen weitergeführt und du bist ja auch viele Jahre da geblieben. Wie kam das? Ja, das war, also wenn ich das jetzt alles so erzähle. Das ist, ja, das wollen wir hören. Wir haben uns damals irgendwie die Südosteuropa-Karte irgendwie ausgebreitet. Das war eine Karte, ich weiß noch, da links oben war Wien und rechts unten war Istanbul. Also es war ein relativ großer Ausschnitt. Es war nicht nur der Westbalkan. Und dann haben wir gesehen, es gibt 2 große Städte da. Also war auch irgendwie neu für mich. Und das war Belgrad und Sofia. So, und dann haben wir überlegt, Belgrad, wahrscheinlich sind da irgendwie noch relativ viele Journalisten, also es waren Jugoslawienkriege und so weiter. Irgendwie hatten wir das Gefühl, Belgrad ist besser abgedeckt. Sofia hatten wir noch nie irgendwie was von gehört und wussten nicht, was da ist und so weiter. Und es war aber gleichzeitig schon die Nachricht, sozusagen, dass Bulgarien auf der Schwelle zum EU-Beitritt war. Und von daher war das einfach eine praktische oder pragmatische Überlegung. Es gibt ein erhöhtes Medieninteresse, vielleicht durch den EU-Beitritt. Wir kennen das nicht, da ist bestimmt niemand. Wir ziehen nach Sofia und wir haben uns dann einen alten VW-Bus gekauft, haben unsere Sachen reingepackt und sind nach Sofia gefahren. Ja, und das Ganze war dann der Beginn eines 10-jährigen Aufenthalts in der Region. 7 Jahre Sofia und 3 Jahre Belgien. Genau, es war im Prinzip war es erstmal als Experiment gedacht. Also wir hatten so ein bisschen Ersparnisse. Wir dachten irgendwie, bis Ende des Jahres halten wir durch. Wir sind, glaube ich, im März losgefahren. Es gab da auch schon erste Projekte und Ideen. Also ich hatte tatsächlich da schon den Auftrag, ein Feature zu machen für den Deutschlandfunk. Und für das ich mich schon beworben hatte aus Deutschland. Also es war irgendwie so, also bis Ende des Jahres halten wir durch. Und Ende des Jahres machen wir Kassensturz. Und dann ist die Frage, müssen wir zurückfahren oder können wir bleiben? Und wir sind geblieben, genau. Aus diesem Abenteuer sind dann 7 Jahre geworden. Und 3 Jahre Belgrad dann nochmal. Ja, spannend. Ja. In der Vorbereitung habe ich mir ja viele deiner Texte durchgelesen und auch Radiosendungen angehört. Und ich glaube, das, was deine journalistische Arbeit besonders auszeichnet, ist diese Reportage. Das ist ja eine journalistische Meisterklasse, nah dran am Menschen,
im Gespräch mit Menschen und aus dem kleinen Detail heraus den großen Kontext zu erzählen. Und du bist Stammautor, kann man schon fast sagen, inzwischen bei der Deutschlandfunksendung Gesichter Europas. Wer die Sendung nicht kennt, das ist eine wirklich großartige Sendung, die in einer Stunde mosaikartig ein Thema beleuchtet mit einzelnen Reportagen, Nahaufnahmen einzelner Menschen, Protagonisten und über die Intimität des Radios, das Schreiben fürs Ohr, kommen wir sozusagen Menschen nahe. Und ich sage das jetzt als Zuhörerin, die ich das mit großer Begeisterung und mit ganz vielen auch Lernmomenten jetzt nochmal alles gehört habe, möchte dich fragen, warum bist du gerade auf diese Form gekommen? Was ist für dich der journalistische Reiz an diesen Formaten, an diesem Reportageformat und am Radio machen? Vielleicht ist das die Brücke zum Akademischen. Also, dass ich nie dieser Art Typ von Journalist war, der das Adrenalin durch seine Adern fließen lassen muss. Und es gibt ja so Leute, die mögen das. Also so aktuelle Berichterstattung, unter Stress sein. Das war nie das, wofür ich mich beworben habe, das zu machen. Und da gab es Gott sei Dank immer so eine ganz schöne Arbeitsteilung, weil natürlich die ARD oder der öffentlich-rechtliche Hörfunk hat ein Korrespondentenbüro in Wien und die waren hauptsächlich eben für die tagesaktuellen Dinge. Also wenn es irgendwo gebrannt war, wenn irgendwo eine Bombe gefallen ist, wenn es eine Überschwemmung gab, dann haben die das gemacht. So dass, als freier Journalist war ich tendenziell immer schon eher für die Langform zuständig oder habe diese Sachen angeboten, weil normalerweise der feste Korrespondent keine Zeit dafür hat. Das heißt, das war schon immer irgendwie mein Steckenpferd. Also so. Und das kommt mir, glaube ich, ist eine Typenfrage auch ein Stück weit. Also es kommt mir entgegen, ich mag es lieber Zeit zu haben, Sachen reifen zu lassen, lange vor Ort zu sein. Also das ist irgendwie auch so vielleicht so ein Prinzip, was man sich als freier Journalist leisten kann. Man muss halt nur gucken, dass es irgendwie dann irgendwann nicht mehr unwirtschaftlich wird. Also ich bleibe normalerweise so lange, as long as it takes, also bis ich halt sozusagen das Gefühl habe, ich habe irgendwie das Thema zusammen, ich habe den Ort begriffen, ich habe das Material so, dass tatsächlich auch durch diese Mosaike, die ich sammle, sowas wie ein Bild entsteht. Ich weiß nicht, das war schon immer irgendwie eigentlich eher so das, was mir näher liegt, aber ich glaube, es ist einfach eine Typenfrage, ich könnte das jetzt noch irgendwie... Drei Sendungen, die das in besonderer Weise zeigen und die ich Ihnen allen empfehle, falls Sie sie noch nicht gehört haben, ist eine Sendung aus der Reihe Gesichter Europas zum schwierigen Umgang Bulgariens mit seinem Loslösen vom russisch-sowjetischen Erbe. Und eine zweite Sendung ist die über die chinesischen Kupferminen im ostserbischen Bor. Und vielleicht können wir noch verharren ein paar Minuten, ich weiß nicht, wie die Regie das sieht, bei dem 5 Minuten sagt fünf die Minuten bei der Sendung über die Republika Srpska. Wir haben ja heute schon kurz über Bosnien gesprochen, aber wenige Journalisten sind so wie du richtig eingetaucht in das Leben der Republika Srpska und hast dort mit Menschen gesprochen, mit in Anführungsstrichen ganz einfachen Ziegenhirten und Menschen, die für ihr Recht streiten. Wie kam es dazu? Warum bist du gerade dahin gegangen? Was war so dein Take, dein Impuls für diese Sendung? Das ist ein Thema, was ich eigentlich schon Jahre machen wollte. Ich hatte immer so diese Idee, irgendwie, also weil natürlich dieses Thema immer wieder in Wellen hochschwappt, dank Herrn Dodik. Und das war, also ich wollte das schon lange machen, so eine Art, ich hatte so die Idee von so einer Art Road-Movie durch die Republika Srpska, eben um nicht nur in Banja Luka zu sein, wie das oft journalistische Berichte machen. Und es war da wieder, ich glaube die Sendung ist 2022 gelaufen und Ende 2021 war das wieder so eine Welle, also so eine, ich
glaube, Dodik hat irgendwie damit gedroht, irgendwie eigene Gerichte und sich aus der Polizei zurückzuziehen, eigenes Steuersystem und so weiter. Und da war helle Aufregung auch in den internationalen Medien. Kommt es jetzt endgültig zur Abspaltung? Gibt es einen neuen Krieg und so weiter? Und das war für mich dann nochmal der Anlass, halt dieses Thema anzubieten, aber halt explizit sozusagen nicht Hauptstadt Banja Luka zentriert, sondern, also ich habe zum Beispiel, die Geschichte fängt glaube ich an, also mir war klar, ich muss irgendwie erstmal den Konflikt darstellen, bin sozusagen mit dem Auto über die Grenze gefahren, berichte, was ich da sehe und dann komme ich nach Bratunac und da war dann die Idee, okay, ich muss irgendwie mit einem Politiker auch sprechen, aber ich will mit einem wirklichen Lokalpolitiker sprechen. Also ich bemühe mich nicht um Interviews in Banja Luka, sondern halt wirklich mit jemandem von der SNSDS, aber ganz weit unten sozusagen, was ich halt immer eigentlich spannender finde, weil die freier reden. Also die haben natürlich nicht diese vorgefertigten Punkte so. Und das war ganz interessant, also so, das ist kein Berufspolitiker, aber er hat sozusagen den RS-Diskurs mir präsentieren können, genauso. Ja, wir machen jetzt eine kleine Abkürzung, weil uns ja ein bisschen Zeit fehlt, aber ich würde doch ganz gerne uns mal einen kleinen Einspieler gönnen und nehmt bitte den zweiten, dass wir mal so ein bisschen hineinhören in dieses journalistische Format der Reportage. Und Dirk, erzähl uns ganz kurz, wo wir sind. Das ist dieser Ausschnitt mit dem Ziegenhirten. Ah ja, genau. Das ist das Dorf Konjevic-Polje. Da ging es um das Thema, wie lebt man eigentlich als Bosniake in der Republika Srpska. Also diese Geschichte wollte ich machen. Ich hatte den Namen irgendwie über Zeitungen, lokale Zeitungen, also der Name war bekannt, weil er zu den Vätern oder Eltern gehörte von Kindern, die protestiert haben, weil ihre Kinder nicht mehr nach dem Lehrplan der RS sozusagen... Du bist jetzt bei Davor. Nee. Ich bin genau bei dem. Bei Jay. Der hat auch protestiert. Also ich hatte den Namen, bin hingekommen und also wir waren nicht verabredet, sondern ich bin sozusagen einfach hingekommen und das ist halt natürlich auch das Schöne, wenn man sich jenseits der Hauptstädte bewegt. Man kann halt einfach hinkommen. Wir haben den ganzen Tag miteinander verbracht und oft ist ja so bei diesen Formaten, also es gibt sozusagen zwei Herausforderungen. Die Leute müssen eine interessante Geschichte haben und sie müssen bereit sein, einen irgendwie ins Leben mit reinzuholen, wo man für ein paar Stunden teilhaben kann. Und da hat alles gepasst. Der hatte eine interessante Geschichte, hat Srebrenica überlebt. Und ich kam da an und dann sagte, ich hatte vorher schon die ganze Zeit im Kopf, wie bringe ich da jetzt Action, Bewegung rein. Und dann sagte er, ja, ich wollte sowieso gerade meine Ziegen irgendwie spazieren führen. Und können wir ja zusammen, da können wir beim Spaziergang miteinander reden. Und das ist jetzt, glaube ich, diese Szene. Das ist zwei, drei Minuten. Der zweite O-Ton von denen, die wir haben. Es ist früher Nachmittag, ein warmer Frühlingstag. Gile öffnet die Tür zum Stall, drinnen warten seine Ziegen auf ihn. Jeden Tag geht er mit ihnen spazieren. Das ist wie eine Therapie für mich, wegen der allgemeinen Situation in der Welt, der Politik hier in Bosnien-Herzegowina und wegen allem, was ich durchgemacht habe. Gile hat den Genozid von Srebrenica überlebt. Dem Tod war er nur entronnen, weil er sich gerade noch rechtzeitig in den Wäldern verstecken konnte. Sein Vater wurde ermordet. Gile war damals 17. Gile treibt seine kleine Herde zur Straße. Hier oben auf den sanften Hügeln von Konjevic-Polje, weit weg von allem, könnte man tatsächlich eigentlich gut zu sich kommen. Doch als Gile im Januar die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag im Fernsehen sah, war das wie ein Déjà-vu. Ich schaue mir jedes Jahr diese Parade an, aber dieses Jahr war es anders. Es gab viel mehr Waffen. Es war mehr eine Armee als eine Polizeiparade. Und dann haben sie diese nationalistischen Lieder gesungen. Die Polizei, die dich schützen soll. Sie hat mich mehr an die Hitlerjugend erinnert. Viele hätten sich damals, erzählt Gile, auf eine neue Flucht vorbereitet. Er zeigt auf ein freies Feld.
Ich hatte 18 Kühe, die liefen dort immer frei herum und im Januar habe ich alle verkauft, denn ich war das erste Mal vollkommen davon überzeugt, dass wir wieder einen Krieg haben werden. Gile wandert mit seinen Ziegen über eine saftig grüne Frühlingswiese. Inzwischen habe sich alles wieder etwas beruhigt. Die Natur hilft, die Stille. Ja, also ich hoffe, das hat... Ja, großartig, in anderthalb Minuten wird ganz viel erzählt von Srebrenica bis zu der heutigen Angst und die Ziegen sind praktisch das Medium, was uns sozusagen dahin führt. Kompliment, tolle, tolle Szene. Wir müssen, glaube ich, zum Schluss machen, da steht schon der Manuel und die Zeit drängt. Ich möchte ganz gerne noch eine Frage loswerden, lieber Dirk. Worauf können wir uns als nächstes freuen? Woran arbeitest du gerade? Die nächsten Monate bin ich wahrscheinlich damit beschäftigt, ich habe einen Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung, einen fünfteiligen Podcast zu erstellen. Also es ist nicht wie oft, dass es ein Gesprächspodcast ist, sondern tatsächlich eben ein recherchierter Podcast, für den ich unterwegs sein werde. Und der eher in so einem Radioformat irgendwie auch ist. Das Thema ist externe Akteure auf dem Balkan. Also es geht um Russland, China, Türkei, Arabische Emirate und da bin ich ganz am Anfang, aber das wird wahrscheinlich dann Mitte Juni, Juli soll das online gehen und genau, das ist im Prinzip das. Ja, ich bin gespannt, freue mich drauf. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich danke auch. Und ich freue mich sehr, dass du den Preis bekommen hast. Vielen Dank auch von meiner Seite. Die Urkunde muss aber trotzdem noch überreicht werden. Die Südosteuropa-Gesellschaft verleiht Dirk Auer für die Verdienste um die Berichterstattung über Südosteuropa den Journalistenpreis der Südosteuropa-Gesellschaft. München, 17. Februar 2024, unterschrieben von mir. Herzlichen Glückwunsch.